Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator auf Minibrunn. Wir haben mit dem Stroh aufgehört und müssen jetzt auch mit dem Stroh weitermachen. Denn das Stroh muss runter von den Feldern. Wie sieht das aus? Während ich fahre, kann ich hier nicht einfach mal einen Blick werfen, wie es meinen Tieren geht und welche Maschinen als nächstes repariert werden müssen, oder? Framles Fraroll. Ach so, das ist der Grubber. Ja, sag doch, dann bleibt er stehen. Okay, das heißt für uns, ich werde hier nicht zugucken. Also doch, ich muss ja zugucken, aber ihr braucht das nicht. Wir machen das Ganze wieder im Express-Tempo. Bis gleich. Ich nehme jetzt mit Absicht nur jede zweite Spur, weil uns das ja eigentlich so kein Problem gibt. Wir müssen ja wieder zurückkommen am Ende. Das war der erste Durchgang unseres kleinen Zeitraffers. Der Anhänger ist voll. Das heißt vor allem, abkippen kann er alleine, wa? So. Und jetzt können wir mal gucken, was die anderen machen. Du säst fröhlich, das freut mich. Und du grubberst. Ach, das hier ist dieser Framroll. Okay, wenn du fertig bist, kannst du dann gleich zur Reparatur fahren. Und ich hoffe mal, dass ich mit dem Stroh fertig bin, dass, wenn du von der Reparatur kommst, du drüben gleich das Feld machen kannst. Apropos, muss das Feld eigentlich gemacht werden? Das Feld hier ist gepflügt, muss gegrubbert werden. Und das hier ist nur abgeerntet. Braucht kein Kalk. Das muss gar nicht gegrubbert werden. Da können wir gleich das nächste raufkloppen. Super. Da muss ich mir noch überlegen, was wir da raufkloppen. Sonnenblumen hat man gesagt, wa? So. Ja, Beladung starten. Ganz recht, Herr Computer. Wir wollen keine Beladung starten. Wir wollen die Sammlung starten. Hier die Kartoffelmaschine stehen lassen. So. Und weiter geht's im Programm. Einsam dreht er seine Runden.
Ich glaube, mit zwei Ladungen dieses neuen großen Sammlers ist es nicht getan. Wir werden wohl ein drittes Mal hierher kommen müssen. Das ist LKW-Ladung Nummer 2. Alles klar. Der ist fast leer. Ich würde sagen, so. Wir probieren es mal. Nach hinten war. Ha! Unimog, ich mag dich. Ich mag diesen kleinen Unimog immer mehr. Machst du auch wieder zu? Gut. Perfekt. So, jemand hat seine Arbeit erfolgreich beendet. Das bist du. Das heißt, wir werden den schon mal hinstellen. Als erstes reparieren wir ihn. E, R, nicht, ja doch, ich kann auch gleich reparieren und, oh ja, der ist schon richtig im Eimer. Ja gut, der muss ja auch viel arbeiten. Danke. Ah, warte mal, kannst du das jetzt von hier aus machen? Fahr doch mal bitte zu Fläche 2. Vielen Dank. Und wir gucken jetzt mal nach unserem Unimog. Und holen das restliche Stroh runter. Moment mal. Warum habe ich den Trecker jetzt zu Fläche 2 geschickt? Wir haben doch festgestellt, dass hier gar nicht gegrubbert werden muss. Ach, ich bin wieder mal ein Trottel. So, dann werden wir gleich mal gucken, wo der Kollege jetzt ist. Genau. Brich mal bitte deine Fahrt ab.
Um Sonnenblumen auszusäen, brauchen wir... Oh, das kann der ja gar nicht. Dazu brauchen wir ja den schweren hier. Mir fällt gerade auf, dieser Grafikfehler, dieser Streifen, der ist jetzt weg. Taucht er nur auf, wenn ich den Unimog fahre? So, Mais, nein. Sonnenblumen. Ich will Sonnenblumen haben. Wow. Selbst der hat Probleme mit dem Gewicht. So, du wartest hier, bis wir fertig sind. Es sind ja nur noch ein paar hundert Ewigkeiten. Und die machen wir wieder ganz schnell im Expresstempo. Was ich mich frage, ist, wie die das in Real machen mit dem Stroh sammeln. Da muss doch eine Menge Erde raus. Gibt es denn irgendwo noch einen Abtrenner oder sowas, der das Stroh von der Erde reinigt? Das war's. Das war's. Die Strohbergung ist durch. Wir haben das komplette Stroh runtergekloppt. Alles klar. Das heißt für dich, Johnny. Deine Pause ist vorbei. Ah. Sonnenblumen brauchen eine Sonne. Pass mal auf. Ich habe gerade festgestellt, wir müssen nicht grubbern. Und jetzt sagt er mir, Sonnenblumen geht ohne Grubbern nicht. Achtung, ich drücke H. Helfer A hat die Arbeit erfolgreich beendet. Stimmt, da war ja was. Ach, Johnny, mach Pause. So. Du. Wir haben an Stroh 355.000 Liter und 86 zahlt der. Weißt du, was das für dich heißt? Du fährst mal bitte zur Scheune damit. Oh, hoffentlich steht jetzt der Trecker nicht im Weg. So, dann bringen wir den Trecker gleich mal weg. Und holen den verdammten Grubber. Oh. So. Letztes Mal hatten wir Probleme.
die Kartoffelmaschine hier wieder rauszukriegen. Das heißt, den Fehler mache ich nicht nochmal. Ich stelle die Kartoffelmaschine jetzt hier ab. So, da ich den Trecker brauche, um die Eierkartons zu bedienen, werde ich wieder mit dem roten grubbern. So, ich weiß, der Trecker ist der Unimog ist angekommen an der Scheune, aber den werde ich erst machen, wenn der hier grubbert. Dann müssen wir dem eine Spur Vorsprung geben. Und dann kann der da anfangen mit der Aussaat. Ah, noch ein Stück rüber. Tschüss. Jetzt Unimog. Der. Weg mit dem Strom. Jetzt werde ich mindestens 3 Ladungen Stroh verkaufen. Weil das gibt Geld. Nicht 4. €3.000. So. Eine Menge Stroh werden wir natürlich noch aufheben für die Tiere. Warum hat er nicht alle Stroh verkauft? Da ist sowas drin. Naja, macht nichts. Her mit dem Stroh. So, während du voll lädst, wie geht's dir? Der ist ja schon wieder fast leer mit den Kartoffeln. Ach du Scheibenkleister. Gut. Warum ist das Gewicht vorne so niedrig? Kann ich aber auch nicht anheben. Ach so, ist ja hart. Sekunde. Sobald er gewechselt hat. Weil wenn ich den jetzt hier abbreche, muss ich selber den neu ansetzen. Wenn ich den in der Spur abbreche, dann kann ich ihn gleich so stehen lassen und ihn weiter aussehen lassen. Ich möchte jetzt mal gucken, ob das Gewicht vorne höher kann. So. Ach nein, das kann nur tiefer. Das ist schon die obere Stellung. Okay. So, du grubberst. Und du hast voll gemacht. Alles klar. Dann fahre ich jetzt ganz schnell zur Scheune. Und lade ab.
Und während ich das mache, sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und see you later.